diesem Video erfährst du, wie du ein Hanul KS-Signal digital schalten und programmieren kannst. Dazu benötigst du ein KS-Signal, zum Beispiel ein KS-Mehrabschnitte-Signal als Einfahrsignal und natürlich einen passenden Decoder. Wenn alle benötigten Artikel ausgepackt sind, kann es an das Anschließen gehen. Dazu steckst du den Stecker des KS-Signals einfach in den Anschluss HP. Dabei musst du beachten, dass du die weiße Markierung am Stecker in Richtung der roten Markierung am Decoder einsteckst. Wenn das Kabel zu kurz ist, gibt es ein Verlängerungskabel mit der Länge 1 Meter. Ganz links musst du nun einen Anschluss von der Digitalzentrale anschließen. Achte hierbei auf die Markierung. Jetzt benötigst du ein kurzes rotes Kabel, welches du auf beiden Seiten abisolierst und im Decoder auf COM und RT einsteckst. Zum Schluss musst du das Kabel nur noch festschrauben. Am DIP-Schalter kannst du nun ein weiches Überblenden der Signalbilder einstellen. Dazu schiebst du den Schalter bei 1 auf ON. Falls du kein weiches Überblenden willst, muss der Schalter bei OFF stehen. Jetzt kannst du noch die Adresse des Decoders einstellen. Der Decoder ist im Lieferzustand mit der Adresse 1 eingestellt. Dazu hältst du die Taste Adresse so lange gedrückt, bis die rote Kontroll-LED blinkt. Nun kannst du einen Schaltbefehl von der Digitalzentrale geben. Danach beendet der Decoder automatisch die Adressenvergabe. Falls dies nicht funktioniert, was öfters passieren kann, wiederholst du den Schritt so oft, bis er die Adresse annimmt und das Signal auf der gewünschten Adresse geschaltet werden kann. Die Adressenvergabe ist nicht einfach und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn der Decoder die Adresse angenommen hat, kannst du das Signal ganz einfach über deine Digitalzentrale schalten. Optional kannst du nun das Signal auch noch analog schalten. Dazu benötigst du nur ein Tastenstellpult. Jetzt führst du drei Kabel vom Decoder zum Tastenstellpult. Dabei musst du aufpassen, dass kein Kabel bei Bremsen eingesteckt wird. Am anderen Ende isolierst du das Kabel ca. 1 cm ab und steckst es in das Tastenstellpult ein. Ein braunes Kabel wird noch vom Tastenstellpult zum Decoder gelegt. Am Decoder schließt du es dann an BN an. Allerdings wird in diesem Fall die Stellinformation nicht an die Digitalzentrale weitergegeben. So kann es dann auf deiner Anlage aussehen. Im nächsten Video erfährst du, wie du ein KS-Signal analog schalten kannst. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Mit dem Aktivieren der Glocke verpasst du auch keine neuen Videos und bleibst immer auf dem neuesten Stand.